Die Digitalisierung von Intersport ist sicher eine der spannendsten Aufgaben im deutschen Sporthandel. Eine Plattform dieser Art zu bauen für Hersteller und Händler mit einem so starken Omnichannel-Fokus, das gibt es sonst nicht. Spezialisten aus Sport und E-Commerce zusammenzubringen, dabei entsteht eine ganz kreative Atmosphäre mit sehr hoher Dynamik. Wir sehen uns als Startup im Konzern mit schlanken Strukturen und flachen Hierarchien. Jeder Mitarbeiter bringt als Spezialist neue Ideen ein, die unsere Technologie und Prozesse weiter voranbringen. In meinem Sportmanagement-Studium hätte ich wohl nicht gedacht, dass ich mich einmal mit der Digitalisierung von Verkaufsflächen bei einem Sportartikelhändler wie der Intersport auseinandersetzen würde. Aber genau das ist die Aufgabenstellung für mein Team und mich hier bei der Intersport Digital. Wir kümmern uns aktuell um Technologien wie zum Beispiel Hologramme, smarte Spiegel, Vermessungssysteme oder auch sonstige Screens in allen möglichen Formaten und stellen dabei die Schnittstelle zwischen den Dienstleistern und unseren Intersporthändlern vor Ort dar. Meine Fokusthemen sind dabei der Schuhcoach, ein 3D-Vermessungssystem für Füße, das am Ende den Kunden auch eine Schuhempfehlung ausspricht, genauso wie das InStore-TV, unser eigenes TV-Programm bei Intersport, bei dem wir Kampagnenspots der Marken, Servicespots der Intersport, aber auch Sportnachrichten zeigen. Diese beiden Themen wurden auch bei der Konzeptlandschaft in Berlin präsentiert, genauso wie das Thema Virtual Reality. Team TM hört sich mega langweilig an, aber ist eigentlich mega cool. Wir sind verantwortlich für die Active Card, die Kundenkarte der Intersport, das Dialogmarketing, sprich Printmailings, und für das ganze Newsletter-Marketing. Läuft alles wie am Schnürchen bei uns, meistens zumindest. Ist halt wie beim Klettern. Ein falscher Griff und man stürzt tief. Aber dann muss man einfach weitermachen und sein Projekt zu Ende bringen. Und erst dann hat man sein Feierabendbierchen in der Digitalarena verdient. Fazit: Team CRM, leider geil. Ich war ja 2 Jahre lang auf Weltreise, bevor ich zur Intersport Digital kam. Und damals sind jeden Tag unglaublich viele Eindrücke auf mich eingeprasselt. Von denen zehre ich bis heute und die liefern mir immer noch die nötige Inspiration für meine Arbeit. Jetzt habe ich natürlich meinen geregelten Alltag wieder. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, denn ich fahre wirklich jeden Tag sehr gerne zur Arbeit. Denn ich weiß ganz genau, dass mich jeden Tag meine tollen Kollegen erwarten und die mich zum Lachen bringen und das finde ich wirklich super. Ich habe also genau das geschafft, was ich mir auf meiner Weltreise vorgenommen habe, dass ich einen Job finde, in dem ich meine Leidenschaft, das Schreiben ausüben kann und in dem ich mit tollen Menschen zusammenarbeite. Das, was unser Team so besonders macht, ist, dass wir viele Bereiche miteinander verbinden. Wir bilden das Grundgerüst für alle nachfolgenden Prozesse. Unsere Aufgabe ist es, nach Lösungen zu suchen. Wir analysieren Probleme, entwickeln Lösungen und rollen sie dann aus. Das sind nicht immer die großen Lösungen, oftmals sind es die kleinen Dinge, die wir entwickeln und in das Produkt einfließen lassen. Wir erlauben uns, immer alles zu hinterfragen und somit sind wir ständig in Bewegung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als das Team aus 8 Mitarbeitern bestand. Und heute sind wir schon 40 Mitarbeiter bei Intersport Digital. Wahnsinn! Um unsere Händler auf dem Weg des immer schnelleren Wandels mitzunehmen, ist der enge Austausch enorm wichtig. Wir als Team haben die Aufgabe, den Händlern die Möglichkeiten aufzuzeigen und die passenden Werkzeuge in der digitalen Welt bereitzustellen. Ich bin gerne hier, da ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln und mir der Zusammenhalt im Team enorm wichtig ist. Ja, und am Ende des Tages zeigt mir dann das positive Feedback der Händler, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Mehr Traffic, mehr Verkäufe, mehr Umsatz, das wünscht sich natürlich jeder Chef irgendwo und genau dafür brauchen wir auch die richtigen Leute. Wir vom Team Online Marketing geben jeden Tag unser Bestes, um diese Ziele zu erreichen und um das Geschäft anzukurbeln. Außerdem arbeiten wir auch an vielen innovativen Konzepten, um auch den Traffic unserer Händler vor Ort zu stärken. Ich arbeite gern für die Intersport Digital, weil ich hier Produkte bewerben kann, die mich auch privat sehr interessieren. Und als leidenschaftlicher Läufer fühle ich mich besonders in unserer Feierabendlaufgruppe sehr wohl. Suchmaschinenoptimierung, Affiliate, Marketing, Conversion Rate. Diese Schlagwörter sind zwar sehr verwirrend, aber wenn man in den E-Commerce will, dann gehören sie einfach dazu. Für mich waren das keine Fremdwörter, weil ich bereits im Studium den Schwerpunkt E-Marketing gewählt habe. Schon immer hatte ich ein großes Interesse an neuen Technologien und Trends, deswegen wollte ich unbedingt mein Praxissemester bei einem innovativen und zukunftsorientierten E-Commerce-Unternehmen machen. Es ist nämlich extrem wichtig, die Theorie aus dem Studium in der Praxis anzuwenden. Die Intersport Digital sucht Leute, die neu und anders denken und eben nicht das Motto verfolgen, das haben wir schon immer so gemacht und daher passe ich genau hier rein.
Seit dem ersten Tag bin ich hier fester Bestandteil des Teams und übernehme viele eigenverantwortliche Projekte im Online-Marketing, zum Beispiel Facebook- und Google AdWords-Kampagnen, Marktforschungsanalysen oder ebenso coole Projekte wie dieses Image-Video.